Wir können schon mal unseren Garten hier ein bisschen ausheben, wo wir die Turbinen hinbauen wollen. Ich würde mal sagen, setzen wir die irgendwo in den Keller? Boah, wir müssen auch noch den ganzen Scheiß wieder hochführen, ne? Und im Keller, den wollten wir vielleicht noch mal irgendwie weiter ausbauen. Ich würde sagen, wir bauen das mal hier irgendwo hin, das Ding. Und ziehen dann das Kabel hier einfach unter durch und dann in die Wohnung rein. Beziehungsweise hier, die Fläche da vorne, die bietet sich doch geradezu an. Hier ist nämlich noch nichts. Dann müssen wir noch... machen wir unterirdisch, also von oben sieht man da nachher nichts, das ist kein Problem. Aber wir müssen tief genug kommen, weil wir für die Beleuchtung ja noch ein bisschen was brauchen. Ja, wir können nämlich hier schön mal schauen, habe ich die Mod eigentlich aktiviert? Streetlight habe ich aktiviert, sehr schön, wir können nämlich hier mal gucken. Streetlight Mod, macht das, was der Name sagt, man kann Straßenlaternen damit bauen. Finde ich ganz lustig, verlinke ich gerne mal, beziehungsweise ich wurde in einem von meinen letzten Videos in den Kommentaren gefragt oder gebeten, doch mal eine Modliste zu veröffentlichen. Habe ich getan. Gerne mal auf den Link klicken, beziehungsweise ich blende es mal kurz ein. Oh, wisst ihr Bescheid. Verlinkt auf GitLab, ganz normal, und könnt auch mal gucken, was euch so gefällt. Zwei, drei Sachen sind nicht veröffentlicht, ist aber auch nicht weiter tragisch, ist nichts Dramatisches. Aber die Streetlight-Mod ist auf jeden Fall dabei, die ist auch in der Content-DB, Content-DB mit allem drum und dran. Und ja, bringt auf jeden Fall so ein bisschen mehr Spaß. Aber dafür müssen wir eine Verkabelung bauen und die sollte natürlich dann auch irgendwie so sein, dass man sie nicht sieht. Dafür ist diese Mod ja da. Na, man baut hier dieses Ding. Da kann man dann Kabel anschließen von irgendeiner x-beliebigen Quelle. Hier an die Unterkante geht das ran, nach oben geht, kommt das Signal raus. Und da kann man dann alles draufsetzen, was so ein Knubbel hier hat. Warum der hier an den Seiten das auch hat auf dem Bild, keine Ahnung. In der Welt später hat er es nicht. Sieht dann ganz normal so aus. Ja, da kann man, die leiten den Strom letztendlich. Die leiten auch den Strom. Sind so ein bisschen versteckt. Das heißt, da könnte man dann hier eben draußen von den Dingern dann einfach eins hinsetzen. So einen hier. Wird man dann nicht sehen. Und dann kommt dann einfach hier irgendwie zweimal so ein Pfosten drauf. Oben drauf das Lämpchen. Und dann hat man eine Beleuchtung unter der Erde. Versteckt, die Verkabelung. Und oben sieht man nur die Lampen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dafür müssen wir ein bisschen Platz lassen. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, dass wir mit dem Keller so ein bisschen... hier, dann... Was machen wir denn hier? Müssen wir hier auch noch... Gut, aber da wäre Erde. Okay, da ist also nicht weiter tragisch. Oh, das geht aber genau gerade eben so auf, ne? Gut, das heißt, da ist die Verkabelung auf jeden Fall schon mal gesichert. Machen hier nochmal wieder zu. Ja. So, da haben wir jetzt von... Erstmal... Oh, wir haben den ganzen Müll noch im Inventar. Meine Güte. Erstmal kommt der ganze Koblistone hier rein. Und so Stein in die Steinekiste. Möbel haben wir eh gerade keine. Wir haben Sandgedönse hier hinten irgendwo gehabt. Liebe Edekies, Sand und Glas. Jo. So. Dann Sand... Silver Sand kommt hier rein. Boah, Ökokram, Steinzeug. Das ist doch im weitesten Sinne Bergbaugedönse hier, ne? Wo haben wir denn hier Bergbau? Haben wir hier. Kommt das hier mal mit dazu, hier unten. Ja, von denen, die brauchen wir eh gleich irgendwie 4 Stück von. Dann haben wir hier schon ein bisschen was Gebranntes. Das heißt, das muss alles... Das machen wir dann aber alles mit unserem coolen Ofen, den ich jetzt noch eben baue. Mö, genau. Beziehungsweise mit der Turbine und wir brauchen ja noch ein bisschen Gedönse drumherum. Moment. Turbine war das, ne? Nee. Water? Turbine? Nee. Water? Gerne LV-Generator oder so. LV-Water-Generator. Hydro-LV-Generator. So rum. Also. Okay. 5, 4, 3, 2,
Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich hier so ein Ding brauchen wir. Beziehungsweise eigentlich bräuchten wir so einen hier. Oder idealerweise brauchen wir so einen hier, weil den kann man nämlich automatisieren. Das Problem ist, der ist noch viel zu teuer. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid? Die unglaublich teuren Rezepte von Technik. Aber das Ding sollten wir eigentlich hinbekommen, weil damit können wir dann nämlich eloilieren. Wie auch immer. Wir brauchen dazu Kies. Nee, nicht Kies. Wir brauchen Lehm dazu, ne? Die müssen wir mal eben schauen. Steinzeug. Lehm. Wir haben nur den Brandlehm. Wir brauchen rohen Lehm dazu. Wir brauchen rohen Lehm. Lehm. Rohen Lehm findet man. Hallo Viech. Findet man noch hier irgendwo unter Wasser, oder? Wir gehen mal nach hinten irgendwo hin und gucken mal, wenn es dann bis dahin wieder hell ist, dass wir dann gleich mal schauen, was hier so möglichst weit weg von unserem Häuslein einfach mal ein bisschen Lehm uns ergaunern. Ich wollte die Natur schon so belassen, wie sie ist. Soweit es geht. Ein Häschen. Hoppeli, 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 hoppeli. Du hoppelst so ein bisschen seitwärts, ne? So, Sonne geht unter. Und der Mond, der geht gleich wieder auf. Nee, irgendwas ist falsch. Oh, hier ist... war riskant hier zu stehen, ne? Da geht's auf jeden Fall runter. Wir sollten mal gucken, dass wir hier mal in der Mitte... Ich glaube, ich sehe da schon... Ganz schwach durchschimmern. Ja, da ist... Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen auch nicht so asig viel davon, sondern wir nehmen hier einfach mal ein bisschen was mit. So. Für irgendwelche Großprojekte später brauchen wir sowieso noch Tonnen von Lehm. Also von daher alles gut. Das bisschen, was wir da jetzt haben, ich glaube, da hinten, da können wir eigentlich auch nochmal mitnehmen. Das sollte dann auch reichen. Na, so viel Lehm brauchen wir gar nicht. Ich finde es übrigens lustig, dass die Startzeit der Session jetzt durch das zweimalige Neustarten irgendwie völlig kaputt ist. Damit hat der Counter da unten seinen Zweck insofern nicht mehr erfüllt, dass er nicht mehr die richtige Zeit anzeigt. Aber hey, komm. Das ist egal. Wir wissen ja, wie lange wir spielen. 1 Stunde 13. Vielleicht machen wir doch eine Aufnahmesession, oder? Ja, machen wir eine Aufnahmesession. Beziehungsweise haben wir wahrscheinlich schon gemacht. Ist wahrscheinlich die dritte Folge dieser Aufnahmesession, beziehungsweise ja, dieser Aufnahmesession. So, dann schmeißt man, oh guck mal hier, wie viel Lebens dafür gab, meine Güte. Dann schmeißt man die einfach rein, da kriegt man dann doch die, was kriegt man da eigentlich draus? Da kriegt man, glaube ich, die Blöcke dann auch draus, ne? Ne, da kriegt man die Ziegel draus. Okay, wir brauchen Ziegel. Wir brauchen Ziegel, weil die Ziegel sind zu teuer. Ja, wisst ihr Bescheid? Das ist inzwischen auch wieder lauwarm geworden. Beziehungsweise... Nee, ist okay. So, und hier haben wir auch noch. Wow, wie viel machen wir denn da jetzt eigentlich von? Wir machen einfach mal welche. So, 20 werden wahrscheinlich noch nicht reichen. Ja. Siehst du? So, einer. Hm.
So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Ja, dann wollen wir gleich mal gucken, wie wir da noch ein Dings rausbekommen. Wäre natürlich geil, wenn dieser komische Dings hier das irgendwie richtig darstellen könnte. Naja. So. 12 muss reichen. So. Ding, 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 ding. Bisschen kreuz und quer, zack, so. Dann haben wir jetzt den hier. Der ist eh nur provisorisch. Das ist eigentlich völlig egal. Obwohl, den kann ich mir eine Runde in die Küche stellen. Was soll's, ist egal. Der steht da halt in der Küche. Hat man ja so in der Küche stehen, so einen Ofen. Ich weiß es nicht, ihr seht es nicht. Ich guck mal kurz nach, wie es geht. Also Kupfer und Zink. Upsa. Schauen wir mal. Also Kupfer hatten wir hier. Machen wir hier mal. Wie viel brauchen wir davon? Hydro irgendwas, ne? So, wir brauchen einen. Hey, das heißt, wir brauchen einen. Und wir brauchen noch einen. So. 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 Sieht schon ein bisschen gruselig, gefährlich aus, ne? So. Wahrscheinlich reicht das nicht. So. Walte deines Amtes. Ach, man braucht zweimal Kupfer. Okay. Das stand da jetzt auf der ersten Seite nicht dabei. Das heißt, zweimal Kupfer, einmal Zink gibt einmal Brass. Zack, 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 zack. Walte deines Amtes. Siehste, Ofen springt an. Oh, dreimal sogar. Kann ich drei Pumpen bauen. Beziehungsweise Generatoren. So. Beziehungsweise müssten wir hier dann eigentlich noch mehr von brennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, was soll's, wir haben's doch. 6, 7, 7, 7, 7, 8, 5, 4, 2. Nein, alles gut. So, dann machen wir das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9. Okay. So, ihr macht mal. Ich guck mal währenddessen ein bisschen auf dem Handy. Man eigentlich Handyspiele irgendwie aufnehmen? Geht das? Habt ihr da eine Idee? Aber das wäre doch auch mal eine Idee, oder? So ein Handyspiel. Oh, er ist hier übrigens. Moment, wir müssen hier mal ganz kurz wieder nachlegen. Weiß nicht, so Handyspielmäßig irgendwie. Was gibt es denn so coole Handyspiele? Und wenn man die dann aufnimmt, ja, man müsste das natürlich irgendwie an den Computer bekommen, ne? Das heißt, es müsste irgendwo eine Verbindung, eine Datenverbindung bestehen. Oder es müsste die Möglichkeit bestehen, auf dem Gerät selber Sachen aufzunehmen. Das wäre mal eine Idee. Aber Datenverbindung wäre dann ja über USB oder über WLAN. Das wäre vielleicht alles nicht so ganz schnell. Guck mal, gleich ist er durch. Ich überlege gerade den ganzen Technikkram später, ob ich das irgendwie offscreen mache, weil ganz ehrlich, die Zeit, das ist doch echt irgendwie, muss doch nicht sein. Bei der Gelegenheit, das Zeug war ja auch fertig. So, 94, ach, ich habe wieder welche gegessen, ne? Kann man schon wieder welche essen, haben wir mal mit. So. Tada! Weil diese Casings, die braucht man, glaube ich, sowieso häufiger mal für irgendwelche Sachen, ne?
So, dann haben wir das Casing, dann brauchen wir das, Dia und Marble, hier Marble, da Marble, ne, die brauchen wir auch noch. Da brauchen wir doch wieder, ja, wir brauchen Papers, haben wir Papers? Wahrscheinlich nicht, ne? So, außerdem haben wir keine Kiste für Technik. Wir könnten hier eigentlich mal. Moment. Technikkram. So, jetzt haben wir eine Kiste für Technik. Jetzt ist es auch richtig ausgerichtet. Gibt es eigentlich eine schönere Mod als diese hier, was die Beschriftung angeht? Weil so ein bisschen kacke finde ich das schon irgendwie vom Aussehen her. Egal. So, Mese und Technik und Technikkram. Alles klar. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal eine Doppeltruhe mit Meseblöcken voll haben. Oh, man weiß es nicht. Uran, ach komm. Ach komm, leck mich mal hier. So, Mese und Technik. Und dann packen wir mal den ganzen Kram von hier wieder darüber. So, zack, zack. So. Also, wir haben das Casing. Da kann man eigentlich schon mal reintun. Aber wir haben nicht genug Marble, ne? Bauen wir erstmal ein, ist ja egal. So, dann hatten wir drumherum irgendwie Holz gehabt, ne? So. Quietschknall, quietschknall. So. Ach, finde ich schön, dass er das mit übernimmt. Das ist wahrscheinlich eher Zufall, aber ist trotzdem praktisch. Oben der Dia, den haben wir irgendwo hier in der Kiste, ne? Ne, Mese hier in der Bergbaukiste. Den Dia, den haben wir noch in der Tasche. So. Einen Diamanten brauchen wir. Wieso brauchst du einen Hydrogenerator eigentlich einen Diamanten? Kann mir das mal einer erklären, was das soll? So, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal das ganze Kupfer hier im Ofen. Copper. So, Copperfield im Ofen. Und jetzt geht nämlich das Gesuche los. Wir brauchen nämlich das Zeug, was hier an der Seite wächst. Habt ihr das Zeug mal gesehen? Hier wollten wir ja davon auch welches hinpflanzen, oder? Wird das eigentlich immer mehr mit den Blumen? Ja, ne? Ich hoffe, da hinten ist irgendwie ein See, wo dann was ist, ne? Wir watschen mal gemütlich rüber und schauen mal, haben wir eigentlich irgendwie. Guck mal hier, Fäckeln haben wir auch. Halt die Backen, du Spacken, geh kacken. Gibt's einen Klatscher an den Nacken. So. Das gibt Macken. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ui, der Mond hat's aber eilig heute. Geht übrigens bald weiter, ne? Habe ich gesehen, gelesen, gehört. Bin ich in der Höhle. Bin ja mal gespannt. Wird sich zeigen. Wird bestimmt cool. Waren die anderen Folgen ja auch schon. Wenn es jemand gesehen hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, damit überhaupt mal jemand was in die Kommentare schreibt. Sehr schön, Dankeschön, gern geschehen. Auf Wiedersehen. So, da war auf jeden Fall nichts. Da ist auf jeden Fall ein Gummibaum. Da, ach, guck mal. Oh, guck mal hier. Ein ganzes Field. Field of Zeug, was am Wasser wächst. Das holen wir uns mal alles mit. Machen wir nämlich zwei Sachen mit. Einmal machen wir ordentlich Papers. Und einmal machen wir uns eine kleine Farm davon. Weil davon werden wir auch eine ganze Menge brauchen. Gerade wenn es denn daran geht, irgendwie die ganze Verkabelung zu machen. Weil jedes Kabel braucht mindestens sechsmal Papier. Ja, da gibt es dann irgendwie drei Kabel draus. Also eigentlich genau genommen jedes Kabel zweimal Papier, aber da man immer nur ein ganzes Kabel craften kann, woraus dann sechs einzelne Kabel gibt, ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall teuer an Papier, deswegen nehmen wir hier einfach mal alles mit. Ist zwar blöd, dass dann hier nichts mehr steht, aber. Wie ist denn das überhaupt? Das ist hier.
Ackerland? Swampland? Keine Ahnung. Guck mal, Seerosen sind da auch. Das ist auf jeden Fall normale Erde hier. So. Sieht ein bisschen trostlos aus jetzt, aber ich würde sagen, so ein bisschen was pflanzen wir hier wieder hin. Komm. Wollen wir nicht so sein. Wir machen das hier wieder schön. Wir wollen die Natur so belassen, wie sie ist. Und das ganze Paper, das reicht sowieso. Zumindest für den Anfang, dass wir die Turbine da mal hinsetzen und die Verkabelung mal machen können. Ups. So. Tuck, 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 tuck. Hoppa. Tuck, tuck, tuck. Ja. Und sonst so? Alles los in der Hose. Mal hier machen wir nur immer hier von oben die zweiten weg. So, so. Bisschen Paper. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja. Hm. Wachsen die 5 hoch. So, die Seerosen lassen wir mal. Die Seerosen sind aber nachwachsend. Wie ich mal auf dem Server gemerkt habe. Wo ich einen schönen See angelegt habe und plötzlich war es einfach nur ein dreckiger, versiffter Tümpel. Weil Seerosen gewachsen sind und alles zugesapft ist. So, auf nach Hause. Wir haben genug davon. Wir brauchen Wasser. Weil wir brauchen wo machen wir das denn mal hin? Sollte ja nur auch nicht zu sehr im Weg stehen. Hm. Eigentlich könnten wir ja direkt mal unseren See so ein bisschen einramschen hier, ne? Genau, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir machen hier mal so ein bisschen Gedöns hin. Oh, da ist die Blume weg. So. Eher so ein bisschen random hier mal an die Ecken, an die Kanten. So, hier sprudelt es ja dann nachher runter. Das heißt, hier machen wir erstmal zu. Das machen wir nachher wieder auf. Beziehungsweise kann man es eigentlich auch so lassen, oder? Ja. So, dann haben wir hier so einen kleinen Badestrand, den wir hier noch hinbauen wollten. Und dann können wir hier eigentlich auch wieder zumachen. Weil den Strand, den wollten wir hier hinbauen, ne? Gut, dann kommt hier eine Bank hin. Oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir da jetzt auf jeden Fall... Oh, es wächst schon. Geht schneller als auf dem Server, ne? Sudele. Yay. Eine Sekunde gespart, juhu. Copper brauchten wir für Dings hier. Jetzt machen wir nämlich erstmal Papier. War das so? Ne, es war quer, ne? So war das. Paper. 100. 100. Naja. Ja, und zwei bleiben über. Okay. Copper in die Mitte. Wo haben wir denn jetzt? Hier unten haben wir das Copper. Zack, zack, zack. 4, 4, 4. Dann, dann, dann. Und einer bleibt über. Das heißt, wir machen 21. Ups. So. Man sieht, es gibt immer 6 Kabel raus, nicht nur 3, sondern 6. Aber wir brauchen Kabel ohne Ende. So. Guti, wir haben Kabel. Dann kann man nämlich jetzt mal hier unten kurz mal schauen. So, da kann man nämlich den ganzen Kram hier nämlich schon mal wieder rausnehmen. Oder auch nicht, weil Inventar voll. So. Knall, da ist die Tür wieder zu. Also, Mitte. Brauchen wir auch nur einen von. Pam, 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 pam.
So. Die haben wir. Dann kommt das hier wieder rein. Jetzt haben wir eine Schaufel, wir haben eine Kabel, wir haben... Wo haben wir den Eimer? Wir brauchen Wasser. Werkzeuge und sonstiges. Da, zwei Eimer. Weil wir gleich mal ganz kurz... Wie viel brauchen wir denn? Vier brauchen wir, ne? Wir machen uns kurz eine Quelle. Auch so eine Wasserquelle könnten wir eigentlich auch nochmal bauen, ne? Ich guck gleich mal. Ups, so. Oh. So. Dann wird zurückgehüpft. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. So, 2,3 Terabyte. Na gut, okay, ein bisschen Platz ist noch. Also wenn die Aufnahme länger werden sollte, wir haben auf jeden Fall Möglichkeit, ja, die Aufnahme länger zu machen. Hier wollte ich gucken. Water, wir brauchen das normale Wasser. Das ist machbar. Kann ich mir merken. Schlimm, dass ich die Rezepte meiner eigenen Mod nicht kenne. Hey, ich bin gut. So. Das war 2-mal Eisen, das Körbchen und das Wasser. Pling! So, und die Wasserquelle. Würde ich sagen, die stellen wir eigentlich hier dann direkt hier daneben, ne? Zack! Sieht so mickrig aus. So, jetzt kommen wir nämlich erstmal uns einen neuen Eimer machen. Der ist nämlich jetzt die Wasserquelle. Dreimal. Pling. So, und dieser Eimer. Zack, zack. Der kann jetzt. Zack, ganz normal aufgefüllt werden. Ist das nicht schön? Reinfüllen kann man halt nicht wieder, dann läuft es halt daneben, aber wir haben auf jeden Fall eine schöne Wasserquelle und die Textur ist leider nicht animiert, aber ich glaube, das ist nicht tragisch. So, die beiden Eimerchen, die brauchen wir. Dann können wir nämlich mal gucken. Wir brauchen das, wir brauchen das. Dann reißen wir nämlich jetzt erstmal schön den Boden auf. Und zwar, ich würde sagen, die Stromversorgung, die machen wir unter der Lichtversorgung. Das heißt, die Lichtversorgung wäre auf dieser Ebene. Dann kommt eine... Genau. Dann kommt eine Zwischenebene und dann kommt... Okay. Na, genau. So. Inventar ist eh voll. Machen wir hier erstmal so ein bisschen Lücke rein. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, so viel Platz brauchen wir eh nicht. Machen wir eh wieder zu. Und ich hoffe mal, das Gras, das wächst dann da auch wieder drüber. Also, ist da dann Gras über die Sache gewachsen, ist das wieder alles okay. So, da das Inventar ja voll ist, gehen wir mal kurz hin und tun mal irgendwas weg. Sonst bleibt der Kram liegen. Das ist scheiße. Was tun wir denn mal weg? Eigentlich können wir mal diesen ganzen Kram hier in die Kiste schmeißen. Das müssen wir nachher nochmal ordentlich machen. Aber erstmal kommt das jetzt alles weg, was wir nicht brauchen. Die brauchen wir gleich. Das brauchen wir auch gleich. Warum stacken das nicht auf 100 hier? So. Das brauchen wir auch gleich. Das brauchen wir später erst gleich. So. So. Kann das nämlich alles mal eingesammelt werden. Hier, dann liegt das hier nicht rum. So. Auf der Höhe ist die Verkabelung und auf der Höhe kommt dann das Ding hin. Die Turbine. Die setzen wir mal. Wie setzen wir die denn am besten?
Wie ging das noch? Da muss fließendes Wasser hin, ne? So ging das. Zack. Ach, da kann man eigentlich auch gleich ein Dings hinsetzen. Ja, ein kleiner Knubbel. So, darauf die Turbine. Nun, an den Seiten. Wasser. Wasser. Gleich mal alles weggehauen. Wir haben ja Zeit. Bis die 2 Terabyte voll sind. Danach wird es ein Problem. So. Ruckelt es gerade? Immer wenn ich da hinke, ruckelt das. Warum kann das liegen? An den ganzen Blättern vielleicht. Oh ja, wenn ich in die Richtung gucke, dann ist alles normal. Aber hier ruckelt. So, dann haben wir das. Zack. Na komm. Ja, das ist mein Test. Wasser und Strom, das verträgt sich schon. Außerdem ist das Kabel hier isoliert. Ach, der hätte zuge. Na gut, wollen wir gleich mal gucken. So, da geht es dann nämlich unten weiter. Das heißt, so. Da kommt auch noch Wasser hin. So, Turbine ist schon mal da. Jetzt brauchst du nämlich noch ein Netzwerk kriegen. Das heißt, wir brauchen noch so eine komische Switching Station.